Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer, und willkommen zurück zu einer weiteren frisch radioaktiv verseuchten Folge Stalker Call of Pulpiat. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und natürlich wie immer erstmal ein dickes Dankeschön für eure Likes und Bewertungen in der letzten Folge, doch allen voran für eure Aufmerksamkeit für dieses nukleare Killerprojekt der atomaren Zerstörungskraft. Wir befinden uns hier gerade bei unserem guten alten Freund Zulu, dem Suffkopf, mit dem wir unseren Plan, nach Pulpiat zu kommen, ein wenig mehr Detail gegeben haben. Wir wollen einen kleinen Trupp zusammenstellen und brauchen geschlossene Schutzanzüge für diese. Also, wir haben immer viel zu tun. Auf in die Welt von Stalker. In die Zone. Wir sind ja noch nicht direkt im Pulpiat. Egal. Los geht's. Ja, wir müssen jetzt wahrscheinlich erstmal die ganzen Leutchen abklappern, richtig? Tippe ich mal jetzt. Höchstwahrscheinlich. Wir haben aber keine Missionsmarkierungen. Krass. Also müssen wir das wirklich Free Roaming erledigen. Vato hieß der eine, ne? Vato. Ach, guck mal, wir haben die Mission auch immer hier fein säuberlich aufgezeichnet. Werde ich mal wieder nach den Namen für die Artefakte suche. Für Gary. Wo steht denn das jetzt? Da, Trupp nach Pripyat zusammenstellen. Okay. Vato, Janov-Station, so viel weiß ich noch. Und dann müssen wir. Nee, dann müssen wir zum Bunker. Und dann rüber zu Noah. Vato war das, ne? Vato. Egor. Kremen. Oh, warte mal, stopp, verdammt. Ich erinnere mich, na klar, wir können uns ja auch mal selber bald so einen. Ich erinnere mich noch daran, wie euer tapferer Trupp auf den Knien um Einlass in die Janov-Station gebettelt hat, bevor eine Emission. So ein geiles Exoskelett besorgen, wollte ich gerade sagen. Drüben bei der Janov-Station. Wenn wir dann drüben sind, Hauptmann Subkov. Mazepa. Gavrilenko. Hey, Stalker. Hey, Pilot. Wie geht's? Blenden, ich komme später wieder. Onkel, ja. Onkel, ja. Komm rein, Mann. Entspann dich. Loki. Gibst du mir einen Trupp, der mit mir nach Pripyat geht? Wenn ich jemanden übrig hätte, wäre das kein Problem. Aber leider ist das nicht der Fall. Tut mir leid. Wir haben hier genug um die Ohren. Okay, schade. Hätte ja klappen können. Pass auf dich auf. Ich könnte schwören, das sind genau die Leute, die wir erwähnt hatten, als wir so viel Wodka-Intus hatten beim guten Sato. Du bist nicht zufällig. Du siehst ziemlich blass aus, mein Vato. Freund. Wie wäre Mensch, es mit V Spitze? War das. Sein Name war mit V. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich Vato war. Das wird uns ja auch nicht angezeigt. Wird es hier nochmal gesagt? Nein, natürlich nicht. Das müssen wir uns wieder fein säuberlich selber zusammenfriemeln. Warte mal, ist es vielleicht der Typ im Keller? Nee, der hieß ja Trapper, ne? Genau, der hieß Trapper. Wir dürfen nicht klein beigeben. Torba. Egal, was man ihnen gibt, sie wollen sowieso. Wir geben nicht klein bei. Uns auf ihre Bedingungen einzulassen, ist die einzige Option, die wir haben. Stalker, hilfst du uns dabei, unserem Kumpel Mitaj aus der Patsche zu helfen? Na klar, was ist passiert? Mita steckt in ernsthaften Schwierigkeiten. Die Banditen haben angefangen, ihre Muskeln spielen zu lassen und verlangen einen Anteil der Artefakte, die Stalker finden. Wir haben zu ihnen gesagt, dass sie verschwinden sollen. Wir waren der Meinung, dass die Stalker niemandem etwas schuldig sind und die Sache war dann auch erstmal erledigt. Dann haben sie jedoch den armen Kerl in einen Hinterhalt gelockt, als er sich alleine auf den Weg gemacht hat, um Beute zu machen, und jetzt fordern sie für seine Freilassung Lösegeld. Was soll ich tun? Torba schlägt vor, ihnen ein Artefakt als Lösegeld zu geben. Ich allerdings bin der Meinung, dass wir nicht klein beigeben sollten. Das würde ja bedeuten, dass Stalker mit den Banditen kooperieren. Wir sollten das Artefakt verkaufen und mit dem Geld eine schlagkräftige Truppe anheuern, um dann schließlich das Lager der Banditen anzugreifen. Torba hat recht, es macht keinen Sinn, ein Blutbad anzurichten, während sie eine Geisel in ihrer Gewalt haben. Wir würden den Banditen gegenüber nicht nachgeben. Das Problem schreit nach einer gewaltsamen Lösung. Wir können bis in alle Ewigkeit diskutieren. Unser Erfolg hängt von der Person ab, die das durchzieht. Ich kümmere mich selbst um die Mistkerle. Genau, das machen wir. Ich mach das alleine. Mitaj befreien. Kriechen. Ja, offensichtlich scheint der Typ, der eigentlich hier sein soll, gar nicht hier zu sein. Zumindest jetzt gerade nicht. Ich finde ihn nicht. Wenn nicht, ziehen wir erstmal kurz rüber zum wissenschaftlichen Bunker. Oder? Hey. Du bist das.
Senka. Nee, Senka ist es nicht. Tja, Freie Stalker. Weißt du... Nitro. Nitro will mir auch nicht helfen, ne? Wer liegt denn da auf der faulen Haut? Senka. Als ich vor langer Zeit in Saturn war, hatte ich ihn eines Tages am Hals. Und seitdem ist er mit mir unterwegs. Er ist ein professioneller Trinker mit jahrelanger Berufserfahrung. Ha, ich kann ihn hin und wieder für Besorgung gebrauchen. Gut zu wissen. Ansonsten ist alles gerade ganz bei uns. Schade, dass du nicht uns, naja, er hilft uns ja. Er ist ja auch mit dabei. Er wird nicht reichen. Verdammt. Warum haben wir das nicht alleine durchgezogen? Warum haben wir uns so krass unter den Tisch saufen lassen? Vom guten, wie hieß er nochmal? Ich vergesse mal seinen Namen. Verdammt. Zulu Sato. Zulu, ne? Zulu. Oh mein Gott. Zulu. So. Wir gehen dann erstmal rüber zum Wissenschaftsbunker. Können wir unterwegs noch was anderes erledigen? Wenn wir schon mal unterwegs sind, machen wir die Mission bitte aus. Ist er gleich um die Ecke, ne? Ist er gleich um die Ecke. Und das andere ist hier hinten. Geisel Mitage befreien. Befreien Sie einen Stalker namens Mitage. Das können wir sicherlich auch im Gespräch lösen. Tipp ich mal jetzt, ne? Wir sind ja mittlerweile dicke mit den Banditen. Wir haben denen ja bei einem Angriff geholfen. Und deswegen kriegen wir da sicherlich ein paar Prozente. Wir können uns sicherlich aus der Misere rauskaufen. Ja, Exoskelett hatte ich ja am Anfang der Folge so ein bisschen von mir gegeben. Können wir uns ja auch mal langsam besorgen. Ich glaube, das Ding hat 50.000 gekostet. Haben wir bald wieder. Der letzte Nacht eine Chimäre gesehen hat. Der Beschreibung nach zu urteilen, handelt es sich um das gleiche Viech, hinter dem auch wir her sind. Komm vorbei, falls du kannst. Es ist wichtig. Geil. Sehr schön, eine Chimäre. Wer war denn das gerade? Haben wir einen neuen Eintrag? Na gut, finden wir noch raus. Das wird einer der Chefs gewesen sein. Vielleicht sogar Bird oder so. Oder der Typ hinter dem Counter, kann auch sein. Dem wir immer die Dokumente verkaufen. So, wer hat hier nichts zu tun? Warst du das? Du bist? Topol? Ich stelle einen Trupp zusammen und breche dann auf nach Prypjat. Willst du mich mir anschließen? Klingt verlockend, aber nein, danke. Die Wissenschaftler haben mir eine Genehmigung für den Aufenthalt in der Zone versprochen. Außerdem zahlen sie gut. Tut mir leid, aber ich bleibe hier. Schade. Ich dachte, du wärst es gewesen. Wenn nicht, ist es der Typ drin, ne? Willst du wirklich während diesem Scheiß hier reden? Ja, Mann. Ich würde schon gerne weiter mit dir reden. Egal, gehen wir erstmal rein in den Bunker. Sehr schön. Hallo, ich bin wieder da. So, das war's nicht zufällig du, oder? So, welche Modifikationen können Sie an Ausrüstung durchführen? Wie Sie sehen, ist das hier ein Forschungskomplex. Wir haben hier kein Kevlar und keine Waffen als Ersatzteile rumliegen. Aber ich kann mit einer meiner persönlichen Entwicklungen Körperpanzerung wieder zusammenflicken und oder modifizieren. Sie können sich bestimmt vorstellen, dass ich eine ganze Menge Ausrüstungsgegenstände hier rumliegen habe. Na, zeig mal kurz. Aus Spaß. Ah, bringt uns leider auch nichts weiter. Verdammt. Das kann er nur reparieren. Oh, stimmt. Wir haben ja die Grundausbauten haben wir noch gar nicht gemacht. An unserer neuen Schutzuniform. Dann machen wir das gleich mal. Synthetische Schicht. Eine luftdichte Schicht aus synthetischem Material für den Fall, dass die äußere Hauptschicht beschädigt wird. Los geht's. Aktivfilter können selbst mit korrosiven Chemikalien fertig werden. Fett. Das hat wieder gekostet. Damn. Naja. Da müssen wir halt wieder ein bisschen sparen. Wenn wir uns bald ein Exoskelett kaufen wollen. Ein Exoanzug. Hi. So, wer hat Langeweile? Einer von euch, ne? Sokolov. Ich habe beim Flugabwehrkomplex Wochelow deine Nachricht gefunden. Hier. Cool. Gegenstand erhalten, Armee-Medikit. Hör zu, ach egal, ich glaube sowieso nicht, dass irgendeiner von euch dort aufkreuzen wird. Wenn du hier in der Gegend auf Militär stößt, lass es mich wissen, ja? Danke schon mal im Voraus. Ich stelle einen Trupp zusammen und breche dann auf nach Prypjat. Wollen Sie sich mir anschließen? Oh, Prypjat klingt gar nicht schlecht. Vielleicht haben ein paar unserer Jungs überlebt und sie haben es irgendwie nach Prypjat geschafft. Dort ist eine Evakuierungsstelle, also wäre das sogar ein möglicher Zielort für mich. Alleine würde ich mich nicht auf den Weg machen, aber zusammen in ihrem Trupp könnte ich es versuchen.
cool. Sie brauchen einen Schutzanzug mit geschlossenem Atemkreislauf, wenn sie nach Prypjat wollen. Nun, in dem Fall muss der Schutzanzug absolut dicht sein, so wie die der Wissenschaftler. Aber auf der anderen Seite dürfte es nicht einfach sein, Hermann dazu zu bringen, mir einen Schutzanzug zu geben. Wenn es nach ihm ginge, müsste ich splitternackt durch die Zone wandern, statt mich in ihrem tollen Bunker bereit zu machen. Aber ich schätze, sie könnten Ozersky fragen. Er ist ein bisschen freundlicher und könnte sich überreden lassen, mir einen Schutzanzug zu überlassen. Oh, cool. Ozersky, alles klar. Und an deine Artefakte denke ich, keine Frage. Mann, ich will unbedingt nach Prypjat. Ja, sorry, ne? Hättest den Vertrag nicht unterschreiben dürfen. Hättest du nicht unterschreiben dürfen? Ich will die Pillen haben. War das zufällig hier ein Versteck? Ne, hätte er sein können. Ozersky, der ist ja gleich um die Ecke. Machen wir den auch noch gleich mit. Ozersky, alte Socke, bist du's? Hallo. Hallo. Ja, ist er. Hi. Gibt es irgendeine Möglichkeit, einen wissenschaftlichen Schutzanzug zu bekommen? Das würde leider gegen die Vorschriften verstoßen. Wir müssen über alle Gegenstände in unserem Besitz Buch führen. Aber so wie ich Hermann kenne, hat er bestimmt mehr Ausrüstung beantragt, als wir eigentlich brauchen. Unter bestimmten Umständen kann ich ihn vielleicht überreden, einen Schutzanzug abzugeben. Was kann ich tun, damit Sie mit Hermann über einen Schutzanzug reden? In einem Gebiet am Rand des Steinbruchs wurde eine bis dato unbekannte Pflanzenanomalie entdeckt. Ich hätte gerne eine Probe dieser Pflanze, aber die Stalker weigern sich, auch nur in die Nähe dieses Ortes zu gehen. Wenn ich eine dieser Pflanzen hätte, könnte ich Hermann davon überzeugen, sie mit einem übrig gebliebenen Schutzanzug zu belohnen. Oh, ich werde diese Pflanze für sie finden. Das hört sich gut an. Gut, ich habe die Koordinaten der Anomalie auf ihren PDA geladen. Cool. Anomale Pflanze. Probe einer Pflanze beschaffen. Ansonsten haben wir Sie haben alles durchgequatscht, na? Hermann, wissen Sie irgendwas über die Oase? Ich glaube, das haben wir alles schon durchgequatscht, ne? Stunken und erlogen. Die Gerüchte über die Oase. Viele reden darüber. Brauchen Sie Hilfe? Tut mir leid, okay. Wiederschauen, reingehauen. Wiederschauen, reingehauen. Da machen wir uns gleich auf den Weg. Modifizieren können wir auch nichts mehr. Hier war auch niemand mehr. Zack. Oh, den Anzug. Den brauchen wir. Als ob wir uns den nicht selber besorgen könnten. Als ob wir uns diesen Schutzanzug nicht selber besorgen könnten. Einfach die Tür aufmachen oder aufbrechen. Wir würden das schon hinbekommen. So, wo ist denn diese Pflanzenanomalie? Stopp, warte mal. Mission bitte ausmachen. Das Missionsprotokoll. Und so, was haben wir denn hier? Drei Missionen haben wir jetzt hier. Das Artefakt finden oder die Artefakte. Ozersky's Mission abschließen. Und die Mission von Uhu. Das ist ein Händler? Das ist ein Händler, tatsächlich. Der ist hier draußen, ne? Wo ist der Händler? Wo ist der Händler? Der muss da oben sein. Hallo, mein Freund. Bist du der Händler? Ne, bist du nicht. Aber du bist doch der Händler. Auch nicht. Der da hinten, das ist der Händler. Oder der Händler ist hier gar nicht draußen. Nope. Warte mal. Das interessiert mich jetzt gerade. Der muss hier unten irgendwo sein. Ah ne, das ist im Bunker. Ach, das wird der Typ sein, der die Modifikation anbringt. Wahrscheinlich. Tippe ich mal jetzt. Ist auch egal. Wir machen erstmal weiter. Ist die Mission denn eingezeichnet? Ist die Mission denn eingezeichnet? Mit der Pflanzenanomalie. Wo ist sie überhaupt? Anormale Pflanze. Ach, da tatsächlich ist eingezeichnet. Und wir sind auf dem richtigen Kartenausschnitt. Ja, sind wir. Ich hab nur auf der falschen Seite gesucht. Ach, guck mal, das ist hier gleich um die Ecke. Das ist ja fett. Das machen wir noch. Los geht's. Also wir hoffen zumindest, dass wir das hinbekommen. Wir hoffen zumindest. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Okay, einfach nur ein Gleisschalter. Oh, und ein Blutbad. Ein Fleischblutbad.
Aber euch hat noch keiner gelootet. Einfach nur sinnlos getötet. Mensch. Da war aber jemand sehr unsauber. Und noch mehr hier. Alles Fleisch. Mutierte Schweine. Ihr armen Schweine. Vorsicht, hier ist hier einer. Ich hab doch gerade was gehört. So langsam drehe ich durch. Das ist das Strahlenfieber. Oh nein. Der anomale Wald. Oh. Da bin ich schon mal verzweifelt. Aber diesmal haben wir den Anzug. Und fein säuberlich vorher gespeichert. Eieieiei. Das wird kein Spaziergang. Das sage ich jetzt schon mal. Oh. So, kriegen wir denn hier Strahlung verpasst? Allein wir Strahlenkrankheit. Und nicht vergessen, immer schön wieder die Anomalien anbringen. Haben wir ein Giftschutzartefakt zufällig schon? Nee, ne? Maximalgewicht. Feuer, Leben. Und das war Psi-Schutz. Schade. Aber wir haben Pillen, haben wir. Das weiß ich. Irgendwelche Chemieschutzpillen, die hier, genau. Aber vielleicht geht's auch ohne. Wir haben ja einen geilen Anzug. Kann ja sein. Ah! War schon zu viel, ne? Die scheinen statisch zu sein. Ich konnte das letzte Mal das Artefakt hier gar nicht orten. Vielleicht mussten wir das erst freischalten. Vielleicht mussten wir das gute Stück erst freischalten. Ah! Es tut weh. Also, dass man das Artefakt überhaupt finden kann. Es kann aber auch sein, dass wir einfach den falschen Detektor haben. Oh, dann können wir die Mission nicht abschließen. Dann müssen wir uns erstmal um einen neuen Detektor kümmern. Nee, da ist es. Oh Gott, ich hab das Ding. Wunderbar. Ja. Wir können abhauen. Das war letzte Mal nicht hier. Raus hier. Mein schöner Anzug. Haben wir's? Anzug ist noch fit. Wunderbar. Der Rest stresst mich nicht. Das wird sich schon wieder regenerieren. Geil. Wunderbar. Wir waren erfolgreich. Wir haben die anomale Pflanze gefunden. Was ist denn das eigentlich für ein Artefakt? Eine Pflanze, die zu einem Wäldchen gehört hat, das teilweise durch anomale Aktivitäten transformiert worden ist. Das Wäldchen hat aggressiv auf das Eindringen reagiert, aber die Pflanze scheint soweit nicht gefährlich zu sein. Cool. So, Bunga, bin ich auf dem richtigen Weg? Ja, sieht gut aus. Ozerski, wir haben's. Wir haben deine komische Pflanze. Eine missgebildete Pflanze haben wir. Immersiver Third-Person-Modus. Na gut, so immersiv ist er nicht. Warum bewegt er seine Arme nicht? So schade. Gut, wenn wir eine Knarre in der Hand haben, geht das eigentlich. Dann geht das eigentlich. Sind wir noch richtig? Nein. Oh, das sind Hunde oder so. Das ist ein Kampf zwischen Wildschwein, Hunden und Co. Da mischen wir uns nicht ein. Da mischen wir uns auf gar keinen Fall ein. Das ist die Natur. Da gilt nach wie vor das Gesetz der Stärkeren. So, hi. Ozerski. Guten Tag, mein Hallo. Werter Freund. Hallo! So, Hallo. Frag mal Hermann, es mein ist Guter. Immer schön. Ja, hier, ich habe die Pflanze, die Sie wollten. Wie sieht es nun mit dem Schutzanzug aus? Großartig, ha, Sokolov ist herausgerutscht, dass der Schutzanzug eigentlich für ihn ist. Aber egal, ich zeige Hermann die Pflanze und er wird bestimmt trotzdem schnell mit dem Schutzanzug rausrücken. Sagen Sie Sokolov, dass er kommen und ihn holen soll. Okay, machen wir. Bis dann. Sie haben meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Wie bitte? Nee, ansonsten. Ach, er ist der Händler. Ach so, alles klar. Willst du irgendwas von uns? Nee, will er nicht. Na gut, macht ja nichts. Sokolov! Prübiat steht nichts mehr im Wege. Gar nichts. Nichts und wieder nichts. So. Sokolov. Du alte Socke, ich habe mit den Wissenschaftlern eine Abmachung bezüglich eines Schutzanzuges getroffen. Reden Sie mit Hermann darüber.
Okay, wo ist der Treffpunkt? In der Nähe der Janov-Station. Bei Sulu im Turm. Bei dem alten Suffkopf Sulu. Mensch, Mensch, Mensch. Da waren wir ja sogar in der heutigen Folge Stalker Call of Pripyat sogar noch richtig erfolgreich. Wir haben die anormale Pflanze gefunden. Und ich bewege mich hier gerade Richtung Banditenlager. Wo wir den guten Mishta, er hieß doch Mishta, oder? Ich guck gleich nochmal nach. Er hieß Mitaj. Naja, ist ja fast das gleiche. In grün, wo wir den guten Mitaj aus seiner Gefangenschaft von den Banditen befreien werden. Aber nicht mehr in dieser Folge, meine werten Ödländer. Denn das war's für heute mit Stalker Call of Pripyat. Lasst mir einen Daumen nach oben da, sofern ihr dieses verstrahlte Retro-Projekt genauso feiert wie ich. Und ansonsten wieder schauen. Und Reingau und der Leon, bis dann, ciao.